Endlich zurück aus der Sommerpause. Willkommen im Grünen. Wir melden uns heute von einem Fleckchen, das so wild und unberührt aussieht, dass man glauben könnte, das gäbe es gar nicht bei uns. Aber wir sind in der Nordeifel bei Noon und der Wasserfall hinter mir heißt Drei Mühlen. Er ist ein Naturdenkmal und man könnte glauben, den gibt es schon seit Zehntausenden von Jahren. Aber er ist menschengemacht. Da wurden nämlich 1912 drei Bäche zusammengeführt und hier über diesen Felsen runtergelassen, um einer Bahnstrecke Platz zu machen. Ist egal, es sieht wunderschön aus und man kann sich das Ganze auch ganz gut als Kulisse für ein Musikvideo vorstellen. Ich habe da zum Beispiel so Volksmusik im Ohr, Heimatmusik oder vielleicht auch was Klassisches mit vielen Bläsern und Streichern. Mein Kollege Johannes Bock, der bei Im Grünen hinter der Kamera immer für Blende und Schärfe sorgt, der hat gleich an Hip-Hop gedacht. Denn in seiner Freizeit, wenn er nicht für den SWR arbeitet, macht er Musikclips für die Hip-Hop-Band Dorfmusik aus dem Raum Bonn. Und die hat er hier gedreht. Was also im Internet so aussieht wie eine Mischung aus Amazonasgebiet und Kanada, das ist Eifel pur. Der Kompass ausgerichtet, das Ziel stimmt. Bevor ich in die Welt verliebt bin und mein Kiel senkt, check ich zuversichtlich mein Ziel auf der Landkarte. Kann nicht untergehen, weil ich das Leben in der Hand habe. Mit dem Herzen denken, trenn auch wirklich weinen. Gegen den Schmerz kämpfen, fand ich sichtlich verneinen. Vor Abenteuer zurückschrecken, dennoch danach streben. Und ja, all das verspreche ich meinem Leben. Kappe hier, pflücke den Tag. Mit jeder Sekunde erfülle ich ein Stück des Vertrags, den ich mit dem Tag meine Geburt unterschrieb. Aus meinem Leben das Beste zu machen, mit dem Unterschied mich weiterzuentwickeln mit jedem Schritt, den ich zähle vor. Nichts verschrecken, so viel erleben, wie es nur geht. Mit meinem inneren Licht, die Menschen Sonne vermachen. Auf jeder noch so Kleinigkeit etwas Besonderes schaffen. Versprich deinem Leben, es ist ein Geschenk. Zeit, dass du dein Leben lenkst. Steh auf, versäume nichts, du hast alles. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und das sagt Wilhelm Busch, denn man kriegt dir nichts geschenkt. Und alles was du heute isst, kann dir keiner nehmen. Das kann ich versprechen, von mir aus auch mein Leben versprechen. Als wenn das alles nur ein Witz wäre, dann wäre ein Wort und ein Versprechen ja nichts wert. Darum verspreche ich meinem Leben nichts, außer ich werde irgendwann sterben oder eben nicht. Lass mich dich kurz entführen, lass uns die Freiheit spüren. Wir können wählen, denn es gibt mehr als eine Tür. Und darum gebe ich ein Versprechen an mein Leben. Denn glaub mir, es wird so schnell nichts Besseres mehr geben. Ich will raus hier, die Mauern drücken mich auf den Asphalt. Und der Ausweg ist oft nur ein klitzekleiner Spalt. Doch ich glaube an das Gute, ich werde sie irgendwann kriegen. Und bleib weiter auf der Suche nach der Liebe und dem Frieden. Versprich dein Leben, es ist ein Geschenk. Versäume nichts, du hast alles in der Hand, stell dich bereuen. Wunderschön gedrehte Bilder von wilder Natur, dazu ein Titel, der heißt Das Versprechen oder Mein Versprechen. Ist das so, Herr Morrison, die Jugend von heute, dass man wieder zurückgeht zu den Wurzeln Natur und Romantik? Das ist definitiv ein Trend, dass die Jugend sich immer mehr von dogmatischen Denken verabschiedet, was Naturerlebnisse angeht oder den Naturbegriff, Nachhaltigkeitsbegriff, und dann halt Natur als einen Ort des kreativen Auftankens heranzieht, dass man sich in die Natur begibt, um die Seele baumeln zu lassen, und das als Gegenpol zu den Megacities und Großstädten unserer Zeit. Mark Morrison arbeitet für das Zukunftsinstitut in Frankfurt. Die erstellen den jährlichen Zukunftsreport, an dem sich Wirtschaft und Politik halt auch orientieren, wo es denn lang geht. Mhm. Sie haben festgestellt, es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass sich immer eine Generation von der vorhergehenden abtrennen möchte. Mhm. Es gab die fundamentalen Ökos und dann gab es die konservativen Jugendlichen. Und was wächst jetzt für eine Generation heran? Jetzt wächst eine Generation heran, die quasi mehr in Balance mit sich selbst steht und der Umwelt. Also nicht mehr verbissen Ökoprävention betreibt, Ökologie betreibt und Nachhaltigkeit betreibt, sondern halt flexibler auf das moralische Grundgerüst sich beruft, dass man quasi Natur im Einklang mit der Natur leben kann, aber auch gleichzeitig kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich mir mal ein Steak gönne. Also so ein bisschen Öko-Light, ja. Passt auch so zu unserem Drehort hier. Wir sind im wunderschönen Frankfurter Palmengarten, eine der grünen Lungen der Stadt Frankfurt. Und hier ist auch ganz deutlich, Natur und Technik
sind nicht voneinander trennbar, zumindest für die Zukunft nicht. Man kann keinen Spaziergang machen, also das ist jetzt auch ganz dogmatisch gesagt, ohne GPS-Gerät und Geocaching. Der Waldspaziergang findet nur noch mit Hochseilgarten statt. Ist das die Zukunft und finden Sie das auch gut? Es ist definitiv die Zukunft, weil der Outdoor-Bereich ist ein Bereich, der extreme Zuwachsraten zu verzeichnen hat und gerade durch die junge Generation stark vorangetrieben wird. Die junge Generation hat viel mehr Interesse daran, Technik so einzusetzen, dass das Naturerlebnis noch gesteigert wird, aber gleichzeitig auch Natur noch mehr quasi zu schützen auf diesem Wege, indem man als Beispiel sich eine App runterlädt, wo man dann nicht durchs geschützte Gebiet läuft, einen Pfad wählt, sondern entsprechend per App instruiert wird, dass man an den Nistplätzen seltener Vögel perfekt vorbeigeleitet wird. Wie kommen Sie denn an Ihre Daten, dass Sie diese Prognosen für die Zukunft und diese Feststellungen noch für die Gegenwart machen können? Ganz großer Teil am Zukunftsinstitut besteht daraus, konsequent zu beobachten, also Menschen zu beobachten, rauszugehen, die Welt mit offenen Augen sozusagen wahrzunehmen und auch auf Details zu achten, also Menschen im Alltag entsprechend zu beobachten in verschiedensten Situationen, aber gleichzeitig auch angereichert mit einem permanenten Scanning von medialem Content, also was sind gerade angesagte Themen, und diese dann zu verdichten und eventuell zu hinterfragen, wie könnte das projiziert in die Zukunft sich entwickeln. Ist das jetzt wirklich ein Trend oder wird das eher ein Nischentrend bleiben, der jetzt nur 2 Monate Halbwertszeit aufweist? Okay. Ganz herzlichen Dank, Herr Morrison. Ja, so ein Blick in die Zukunft, der kann ja nicht immer nur rosarot sein. Selbst von so idyllischen Orten wie botanischen Gärten kann auch Unerwünschtes ausgehen. Das nächste Thema sind asiatische Marienkäfer. Die wurden ursprünglich mal als Biowaffe gegen unsere heimischen Läuse eingesetzt. Leider ist der Schuss nach hinten losgegangen. Diese Marienkäfer vertilgen nämlich nicht nur Läuse, sondern auch andere Tiere. Und das ist ein Thema, auf das sich die Presse seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, schon stürzt. Ein Zug, der rollt, und auf den wollen wir natürlich auch aufspringen. Allerdings mit weniger Hysterie, sondern ganz sachlich. Käfer als Kannibalen? Käfer, die sogar mit Biowaffen gegen andere Käfer kämpfen? Da werden Journalisten hellhörig. Was sind denn das für Monster? Diese lieben Glücksbringer, diese Marienkäferchen? Eigentlich sind es brutale Raubtiere. Das ist unser einheimischer Siebenpunkt mit seiner Leibspeise. Blattläusen. Mehr Punkte, mehr Hunger, mehr Nachwuchs hat sein asiatischer Verwandter, Harmonia axiridis, seiner vielfältigen Muster und Farben wegen auch Harlekin genannt. Wir haben ihn nach Europa geholt, um die einheimischen Käfer beim Läusekampf zu unterstützen. Und nun wächst uns diese Harlekinade über den Kopf. Ist der Asiat eine Gefahr? In Gießen am Fraunhofer-Institut beschäftigt man sich schon länger mit den Tierchen und hält sie tatsächlich für gefährlich. Wir betrachten den Harmonia als invasive Art. Das heißt, er kann sich erfolgreich selbstständig ausbreiten. Und das Entscheidende ist, er kann auch andere verdrängen. Wir fürchten, dass Harmonia in bestimmten Bereichen die einheimischen Marienkäfer, von denen in Deutschland ungefähr 80 Arten beheimatet sind, langfristig verdrängen kann. Dafür sehen die Gießener Forscher 2 Gründe. Einerseits hat der Exot ein geradezu unheimlich potentes Immunsystem. In einem großen Kreis um den Asiaten sind alle Bakterien tot. Dem einheimischen Siebenpunkt dagegen rücken die Erreger direkt auf die Punkte. Der Asiat ist also ein krabbelndes Antibiotikum, einerseits. Andererseits gibt es in seiner Körperflüssigkeit Unmengen fieser, pilzartiger Krankheitserreger, die ihm allerdings nichts ausmachen, wohl aber seinen deutschen Verwandten. Zumindest im Laborversuch. Seitdem reden alle von der Biowaffe im asiatischen Käferblut und vom Kannibalismus. Wer frisst denn Marienkäfer in der Natur? In erster Linie die Marienkäfer selbst. Das heißt, die konkurrieren untereinander. Wenn ein Marienkäfer die Eier oder die Larven einer anderen Art findet, frisst er diese. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn der asiatische Marienkäfer die Larven oder Eier der einheimischen Arten frisst, überlebt er. Umgedreht aber nicht. Also nochmal, frisst der Asiat den Europäer, ist der Europäer tot. Frisst der Europäer den Asiaten, sind beide tot. Die Folge? Immer weniger Europäer. Andere Wissenschaftler bezweifeln diese Hypothese und sehen eher keine tödliche Gefahr für die Einheimischen. Wir haben hier in den letzten Jahren viele Untersuchungen vorgenommen, haben das Spektrum der Marienkäfer auf verschiedenen Kulturpflanzen untersucht. Und neben dem asiatischen Marienkäfer weisen wir regelmäßig 12 bis 15 andere heimische Arten nach.
Wir haben keinerlei Anzeichen, dass eine dieser Arten tatsächlich verschwinden würde. Die einzigen Schwankungen, die wir haben, sind natürliche Schwankungen. Und was ist mit der ominösen Biowaffe? Nur graue Theorie aus dem Labor? Ein Feldversuch soll es klären. Wir haben ausschließlich jetzt Laborexperimente gemacht. Diese Freilandstudien, die notwendig sind, um das zu überprüfen und auch zu verifizieren, die werden jetzt über ein EU-Projekt, das gerade bewilligt wurde, untersucht. Doch es soll noch ein Problem geben mit diesem durchsetzungsstarken Käfer aus Asien. Und da wird man nicht zuletzt in Rheinland-Pfalz hellhörig. Wenn er nicht genug Blattläuse kriegt, knabbert er auch schon mal Weinbeeren an. Gelangt so, kalt gepresst, in die Maische und kann den Wein verderben. Statt Brombeer- oder Vanillearoma Käfergeschmack. Noch sind die Rieslingbeeren winzig, doch gegenüber im Kraut lauern schon diverse Marienkäfer. Siebeldingen in der Pfalz. Hier hat man im Rahmen einer Doktorarbeit untersucht, ob er wirklich eine Gefahr für die Winzer ist, dieser Asiat. Ergebnis? Kein Grund zur Panik. Es ist natürlich nicht auszuschließen, auch aufgrund des hohen Vermehrungspotenzials dieses Marienkäfers, der in Deutschland bis zu 4 Generationen machen kann, dass es zu solchen Problemen mal kommen kann. Aber wir gehen davon aus, dass das punktuelle Probleme werden und dass es kein flächendeckendes Problem wird. Übrigens, 7 Punkt im Wein schmeckt noch schlimmer. Und mehr noch, die Winzer können sich sogar freuen, denn der Asiat frisst nicht nur Blattläuse. Es ist eigentlich der erste ernstzunehmende natürliche Feind der Reblaus aus ihren Blattgallen frisst. Was der 7-Punkt-Marienkäfer nicht kann, also der stirbt, wenn man ihn nur mit Rebläusen füttert. Wir haben ihn ins Land geholt. Vielleicht sollten wir ihm dann auch eine Chance geben. Oder lieber doch nicht. Ja, da fragen wir doch gleich mal den Experten vom Bundesamt für Naturschutz. Sollte man dem asiatischen Marienkäfer eine Chance geben oder ist er einfach zu gefährlich? Aus unserer Sicht, er ist wahrscheinlich für unsere Natur zu gefährlich. Er hat Parasiten in sich. Er wird höchstwahrscheinlich unsere heimischen Marienkäfer massiv bedrohen. Was kann man denn dann tun, wenn er ist ja schon frei? Er ist absichtlich mal nach Europa eingeführt worden. Man wollte Blattläuse in Gewächshäusern bekämpfen. Man hat damals nicht dran gedacht, dass er ja mobil ist, fliegen kann und natürlich auch aus Gewächshäusern ausbüchsen kann. Das ist passiert. Seit gut 10 Jahren haben wir ihn hier in Deutschland. Er verbreitet sich massiv aus. Man hätte natürlich sich vorher Gedanken drüber machen können. Heute hat die Industrie reagiert, die diese Art im Endeffekt zum Verkauf anbietet. Heute kann man flügellose Käfer kaufen, die letztendlich nicht diesen Ausbreitungsdruck haben. Okay, aber sonst heißt es erstmal abwarten, zuschauen, beobachten. Das tun Sie ja mit allen nicht einheimischen Tier- und Pflanzenarten. Dafür sind Sie der Experte. Aber es sind ja nur 10% aller eingeschleppten Arten tatsächlich invasiv. Das heißt, dass sie unsere heimischen Arten verdrängen. Die Diskussion ist trotzdem immer richtig groß. Unter anderem die Rechtsextremen stürzen sich auf dieses Thema. Ist es mittlerweile versachlicht oder ist das immer noch so in der politischen Rechtsaußenecke? Es wird natürlich politisch genutzt. Es ist natürlich etwas, was total am Thema vorbeigeht. Wir selber versuchen, die Diskussion zu versachlichen. Es ist nicht einfach. Es ist sehr vielfältig. Wir haben natürlich auch andere Organismen, die aus Südeuropa ganz normalerweise hier einwandern, die also ganz normal zu unserer natürlichen heimischen Fauna und Flora dann gehören. Kommen sie aus Asien, aus Nordamerika, werden absichtlich hierher gebracht oder unabsichtlich eingeschleppt, bestehen natürlich viele Probleme. Mhm. Also was immer hilft, ist ja Information. Sie haben vom Bundesamt für Naturschutz eine Internetseite entwickelt, neobiota heißt die, .de. Was kann man darauf erfahren? Daraus kann man erstmal grundsätzlich erfahren, um welche Arten es eigentlich geht. Selber diese Datenbank ist leider erst im Aufbau. Wir haben etwa 1000 Tiere und Pflanzen, die sich in Deutschland bisher ausgebreitet haben. Wir stellen Informationen zu den einzelnen Arten zur Verfügung. Man muss im Endeffekt auch jeweils die einzelne Art betrachten, weil ein Großteil der eingeschleppten Arten kein Problem für uns sind. Und wir Laien können dann entdecken, das ist gut, das ist böse. Kann man da so einen Unterschied machen? Letztendlich kann man das natürlich auch auf dieser Datenbank abfragen und man wird feststellen, dass also ein Großteil der Arten, die wir auch im Garten haben oder auch in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft nutzen, letztendlich für den Naturschutz kein Problem sind. Wir von unseren Analysen gehen davon aus, etwa 10% sind ein Problem. Und bei den Arten sollte man sich Gedanken machen, was kann man noch tun? Mhm. Bei vielen Arten, wie auch beim asiatischen Marienkäfer, ist es zu spät. Der ist schon so weit verbreitet. Aber bei neu auftauchenden invasiven Arten
dort könnte man noch reagieren. Bleiben wir noch mal beim asiatischen Marienkäfer. Manchmal sammelt er sich ja plötzlich zu Hunderten in der Wohnung oder im Haus. Was kann man denn da tun? Ist es ein Fall für einen Kammerjäger? Sicherlich nicht. Er überträgt keine Krankheiten, er sticht auch nicht. Sicherlich ist es überraschend, solche Massenansammlungen zu sehen. Heimische Marienkäfer machen das nicht. Am besten ist es im Endeffekt, einen Kehricht zu nehmen, zusammenzufegen und nach draußen zu transportieren. Okay, ganz einfache Lösung. Vielen Dank, Dr. Nehring. Ja, die Käfer bereiten in der Tat immer mal wieder Probleme. Zurzeit ist es der asiatische Laubholzbockkäfer, der den Forstleuten große Sorgen bereitet. Er ist ziemlich gefräßig und befällt sogar gesunde Bäume. Allerdings hat er bisher noch nicht für großflächige Waldschäden gesorgt, wie vor mehr als 30 Jahren das Waldsterben. Es ist, so wie es prognostiziert wurde, ausgeblieben, aber und nicht ohne Grund. Wir haben seit 30 Jahren den Waldzustandsbericht. Der ist geblieben, der wird auch weiterhin bleiben. Und wir haben zwei Gutachter auf ihrem jährlichen Weg durch den Wald mal beobachtet. Zwei Uwes, eine Mission. Daten sammeln. Uwe Becker und Uwe Wenzel gehören zu einem Team von 20 Forstwirten, die einmal im Jahr die Baumkronen analysieren für den Waldzustandsbericht. Und zwar an ganz bestimmten, schon vor 30 Jahren festgelegten Kontrollstellen, die sich wie ein Raster über ganz Rheinland-Pfalz ziehen. In einem Fichtenwald bei Hermeskeil liegt einer von rund 500 Messpunkten. Und an jedem müssen 24 Bäume begutachtet werden, genauer ihre Kronen. Denn deren Zustand soll zeigen, wie es dem Wald insgesamt geht. Es geht ja eigentlich ganz einfach nur um die Kronenverlichtung, wie sich der Baum darstellt. Ein gesunder Baum hat eine geschlossene Krone und ein kranker Baum dementsprechend Licht. Und das wird in 5% Stufen wird das eingewertet. Und das Ganze bringt dann erst einen Sinn, wenn man es über eine gewisse Anzahl von Jahren in einer Zeitreihe einsortiert. Ausgerüstet mit Fernglas, einem Bestimmungsbuch und jeder Menge Erfahrung müssen die beiden präzise Daten liefern. Also ich werde dann 45% werde ich dann einwerten. Was sagst du? Der sieht ziemlich schlecht aus. Das ist der schlechteste Baum da drin. Ja. So werden seit 30 Jahren jährlich rund 11.000 Bäume unter die Lupe genommen. 1983, als das Langzeitprojekt startete, war die Sorge um den Wald groß. Waldsterben, saurer Regen, das hielt die ganze Republik in Atem. Durch Abgase und Industriedreck in der Luft drohte der Wald an Schwefeldioxid regelrecht zu ersticken. Mit Kalk versuchte man damals das Schlimmste zu verhindern. Plötzlich war der Patient Wald in aller Munde und die verantwortlichen Politiker mussten reagieren. Mittlerweile hat sich viel verändert. Der Waldschadensbericht heißt jetzt Waldzustandsbericht. Das hört sich besser an und tatsächlich, die Waldschäden sind zurückgegangen. Oh, das sieht mal gut aus. Das sieht ganz toll aus. Das ist schon bald ein Bilderbuchbaum. So müssten die alle aussehen. Ja. Ui, ist der schön. Dem Wald hier geht es sehr gut. Wenn man sich ja diesen Durchschnitt der Bäume betrachtet, sind die alle in der Regel in dieser Schadstoffstufe, sage ich jetzt mal 1. Die geht von 0 bis 25%. Es gibt einige wenige Ausreißer, aber das kommt immer mal vor. Und ich würde sagen, also das Gesamtbild dieses Aufnahmepunktes ist also sehr gut. Der nächste Messpunkt für die beiden Uwes liegt 4 Kilometer entfernt in einem Mischwald. Also der rechte Krone-Teil sieht wesentlich besser aus als der linke Krone-Teil. Da wäre ich bei 40, aber ja. Der schlechtere überwiegt. Ja. Bei dem langfristigen Waldmonitoring geht es nicht mehr wie früher nur um Schäden durch die Luftverschmutzung. Geschaut wird auch auf Folgen durch Klimawandel, Insektenbefall oder extremes Wetter. Dieses Jahr die Eichen, die haben vom Frost einen abgekriegt, vom Spätfrost. Die Blätter sind noch nicht ganz entwickelt, die haben immer noch die Frostschäden. Wenn sie dann noch fruktifizieren und haben noch Eicheln dran, dann kümmert der Baum auch noch mal vor sich hin. Ihre Arbeit nehmen die beiden Uwes sehr ernst. Seit 10 Jahren sind sie jetzt schon ein Team. Irgendwie passt die Chemie zusammen. Und was er nicht weiß, weiß ich. Und wir können uns beide gemeinsam 1000%ig auf jeden Fall aufeinander verlassen. Also das ist eigentlich auch das gute Gefühl, wie bei einer Fußballmannschaft, wenn man einen guten Libero im Rücken hat und dann kann man im Mittelfeld ruhig mal einen Fehler machen. Man weiß, dahinter steht noch einer, der bügelt den noch aus. Und Fehler wollen die beiden keine machen. Schließlich geht es um die Gesundheit unseres Waldes.
Wir sind jetzt an einem der schönsten Arbeitsplätze, die das Land zu vergeben hat, und zwar an der Forschungsanstalt für Forstwirtschaft und Waldökologie. Hier laufen alle Daten zusammen. Sie sind auch schon eingetroffen. Herr Engels, haben Sie denn schon erste Ergebnisse? Ja, die Daten sind jetzt eingegeben in unsere Datenbank. Die Auswertungen werden demnächst laufen. Die Ergebnisse liegen leider noch nicht vor. Da müssen wir noch ein wenig warten. Aber ich habe natürlich schon einen persönlichen Eindruck gewonnen. Ich war selber ja auch recht viel unterwegs in Rheinland-Pfalz und habe mir einige Bestände angeguckt. Und es ist dieses Jahr so, dass man tatsächlich in einigen Punkten erkennen kann, dass die Bäume aufgrund des kühlfeuchten Frühjahrs recht gut durchgetrieben haben und auch im Kronzustand damit besser aussehen, als es wohl im letzten Jahr der Fall war. Aber ich habe leider auch Punkte gesehen, wo es den Bäumen nicht so gut geht, wo es auch schlechter geworden ist. Aber was nun entscheidend ist, ob die Verschlechterungen überwiegen, ob die Verbesserungen überwiegen oder insgesamt keine wesentliche Änderung ist, das zeigt dann erst die Gesamtbilanz. Was stresst die Bäume heute? Wir haben ja Autos mit Katalysator, also das kann es nicht mehr sein. Was ist denn der heutige Stressfaktor? Ja, vor 30 Jahren, wie die Waldzustandserhebung eingeführt wurde, war es ja in erster Linie der saure Regen. Das war ein ganz großes Schlagwort damals. Und eben die Schwefeldioxidemissionen, die uns große Sorgen bereitet haben. Heute, nach 30 Jahren Ökosystemforschung, zeigt sich, dass es eigentlich nicht die Ursache gibt, sondern dass immer viele Faktoren zusammenkommen. Und was die Luftschadstoffe anbelangt, sind es die Stickstoffoxidemissionen oder auch Ammoniakemissionen, die eben zu einem zu hohen Stickstoffeintrag in unsere Wälder führen und damit auch wieder zur Bodenversorgung. Die kommen aus der Landwirtschaft, oder? Einerseits aus der Landwirtschaft, das Ammoniak, andererseits natürlich nach wie vor aus dem Autoverkehr, aber auch aus Industrieprozessen, die Stickoxide. Mhm. Und eine Unbekannte ist nach wie vor das Ozon. Wir haben da sehr intensiv drüber geforscht, aber da sind noch nicht alle Fragen letztendlich beantwortet, wie stark das Ozon unsere Bäume schädigt. Wir wissen, dass es sie schädigt, aber wir wissen nicht, in welchem Umfang. Können Sie einen Unterschied machen? Gibt es irgendwie eine Baumgruppe, die anfälliger ist als andere? Können Sie einen Unterschied machen, zum Beispiel zwischen Nadel- und Laubbäumen? Also in Rheinland-Pfalz kann man das so pauschal nicht sagen, sondern man muss es wirklich baumartenspezifisch betrachten. Also die Kiefer beispielsweise hat sich in Rheinland-Pfalz als eine sehr stabile Baumart erwiesen, die eigentlich ohne wesentliche Veränderungen jetzt in den 30 Jahren sich präsentiert hat. Während zum Beispiel bei der Fichte ein ganz langsamer, kontinuierlicher Schadanstieg immer zu verzeichnen war. In den letzten Jahren, Gott sei Dank, stagnierend, aber noch nicht eine Erholung erkennbar. Und bei den Laubbäumen, also bei Buche und bei Eiche, hat es eben sehr massive Schadanstiege gegeben. Aber es hat sich eben auch gezeigt in den Jahren, dass gerade die Laubbäume auch sehr schnell wieder positiv reagieren, wenn mal die Umweltbedingungen günstig sind. Wenn wir also mal ein richtig gutes Jahr für die Bäume haben, dann zeigt sich eben auch, dass sowohl die Buche als auch die Eiche dann wieder ein dichteres Belaubungskleid ausbilden kann. Und dann hoffen wir natürlich, dass das auch mal ein langfristiger Trend wird. Gut, und die konkreten Ergebnisse dann im Herbst. Vielen Dank, Herr Engels. Ja, also was wir in den letzten 30 Jahren gelernt haben, einen gesunden Wald gibt es nur mit sauberer Energie. Und zu sauberen Energielieferanten gehören ja auch die Photovoltaiksysteme. Die gab es bisher nur für große Anlagenbesitzer und Häuslebesitzer, aber mittlerweile gibt es sie auch als kleine Balkonlösung für Mieter. Eine tolle Sache, aber nicht ganz unumstritten. Einfach aufstellen, zusammenstöpseln, in eine Steckdose stecken und Strom sparen. So lassen auch Mieter und Wohnungseigentümer mit Hilfe der Sonne ihren Stromzähler langsamer laufen. Nico Prenzel hat sich diesen Traum in der Nähe von Mutterstadt erfüllt, ganz ohne eigenes Dach. Auf der Garage seiner Eigentumswohnung haben immerhin 4 Module Platz. Für ihn hat sich die Anlage in jedem Fall gelohnt. Mir geht das mit der Energiewende in Deutschland zu langsam. Deswegen habe ich mich entschieden, mein eigenes Kraftwerk zu installieren. Und ich habe immerhin schon 40% eingespart. Das kommt der Umwelt zugute und auch meinem Geldbeutel. Der Strom, den seine Anlage produziert, fließt direkt in sein Wohnungsnetz und ob Wasserkocher, Fernseher oder Kühlschrank, alle seine Geräte laufen teilweise mit seinem eigenen Sonnenstrom. Das bremst seinen Verbrauch, seinen Stromzähler und damit seine Kosten. Und so funktioniert das kleine Wunder. Sonnenstrahlen werden durch das Solarmodul zu
Gleichstrom. Ein Wechselrichter wandelt ihn in unseren Wechselstrom. Über eine Steckdose wird er direkt ins Wohnungsnetz eingespeist und versorgt von dort aus die Geräte mit. Die Sets zum Anzapfen der Sonne werden schon ab 500 Euro im Handel angeboten, wie zum Beispiel im Solar-Infozentrum in Neustadt an der Weinstraße. Hier kann man sich alle Anschlussmöglichkeiten anschauen und sich beraten lassen. Der Inhaber ist auch überzeugt, dass seine Angebote technisch sicher sind. Alle Photovoltaikmodule, die wir vertreiben, erfüllen die 4105, das ist eine VDE-Norm. Und damit bin ich mir sicher, dass das Balkonkraftwerk, was über uns vertrieben wird, auch sicher ist. Zumal wir immer vorher einen Fachmann an den Platz des Geschehens schicken, der schaut, ob es dort betrieben werden kann. Dagegen sieht der VDE, der Verband der Elektrotechnik, bei dieser Technologie noch viele Hindernisse. Vor allem hat er technische Bedenken wegen der Art der Einspeisung. Nun, es gibt eine Vielzahl von Gefahren. Wenn man eine Einspeisung über die Steckdose vornimmt, dann speist man vor den Sicherungselementen ein. Und wenn man vor den Sicherungselementen einspeist, dann können diese nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Und wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, kann es zu Überlastung führen. Und diese Überlastung wiederum kann einen Brand auslösen. Und das ist eine der wichtigen Gefahren. Gefahren, die man mit Hilfe eines Elektrikers für 100 bis 300 Euro minimieren kann. Nico Prenzel fühlt sich deshalb auf der sicheren Seite. Die Anlage war sehr einfach zu installieren. Ich habe anschließend noch mal einen Elektrikermeister drüber schauen lassen. Der hat mir attestiert, dass die Anlage sicher aufgebaut ist. Somit habe ich keinerlei Sicherheitsbedenken. Dennoch, rechtlich sind Balkonkraftwerke für die Steckdose noch in einer Grauzone. Mieter sollten auf jeden Fall ihre Vermieter um Erlaubnis fragen. In Bayern hält das Wirtschaftsministerium Steckdosenkraftwerke gar für gefährlich und rechtlich völlig unzulässig. Eine Extremmeinung. Ganz anders der Verband Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz. Er hat selbst eine solche Anlage angeschafft. Sie haben an sich keine Gefahren, weil es sind alles geprüfte Teile. Es ist keine Bastelei, sondern es sind wirklich sehr gute technologische Produkte. Viel Widerstand gibt es in Deutschland immer, wenn neue oder innovative Produkte auf den Markt kommen. In anderen Ländern wie in der Schweiz, wie in Holland oder wie in Dänemark sind diese Produkte längstens zugelassen. Sie werden auch darüber hinaus in anderen Ländern also ihre Zulassung erhalten. Von daher sehe ich das sehr entspannt. Auch der Energieausschuss im Europäischen Parlament hat anscheinend keine schwerwiegenden Bedenken. Denn er fordert, Stromsparen durch Kleinstkraftwerke zu fördern. Im September wird über den Antrag entschieden. Dann werden es bald nicht mehr nur Pioniere sein, die aus der Sonne ihren eigenen Strom gewinnen, sondern jeder kann mitmachen. Wenn Sie die technische und rechtliche Grauzone umgehen möchten, dann können Sie das ganz einfach, indem Sie eine Photovoltaikanlage kaufen, die nicht in einem Stecker endet, sondern in einer Steckdose. Die können Sie direkt mit dem Gerät verbinden und haben keine Verbindung zum großen Stromnetz. Was von außen aussieht wie ein frisch gelandetes UFO, das steht eigentlich seit 2 Jahren fest auf dem Boden, und zwar bei Neustadt an der Weinstraße. Das ist das Solarinformationszentrum. Hier können Sie sich über alles informieren, was mit Photovoltaikanlagen zu tun hat. Wenn Sie möchten, können Sie sich bei uns auch wieder informieren. Direkt nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.